Die letzten beiden Vorträge haben Ihnen schon einige sehr konkrete Ideen geliefert. Und wir gehen jetzt noch mehr in die Best Practice und noch mehr in die Serviceleistung. Sie bekommen jetzt in den nächsten circa 1,5 Stunden ein Feuerwerk an Ideen, was Leute, was Grundstückseigentümerinnen, Architekten, Gestalterinnen, Impulsgeber gemacht haben, um A, auf Einfamilienhausleerstand zu reagieren, um B, sich im ländlichen Raum alternative Co-Living-Konzepte zu überlegen und um C, überhaupt mal mit neuen Impulsen, neuen Ideen in die gebaute, bereits bestehende Landschaft hineinzugehen. Ich habe vorhin schon angekündigt, das Ganze machen wir im Pecha-Kutscher-Format. Das heißt, die Vortragenden wissen schon Bescheid, die schwitzen schon seit Tagen. Pecha-Kutscher, japanisches Format. Irgendwer hat mir mal gesagt, in Japan heißt das eigentlich Pechakcha. Heißt, jeder Vortrag besteht aus 20 Folien und jede Folie ist genau 20 Sekunden lang zu sehen und klickt automatisch weiter. Manchmal ist das sehr lustig, weil man bei einer Folie noch viel mehr zu sagen hätte, und manchmal ist es auch sehr lustig, weil einem bei einer Folie dann nichts mehr einfällt. Und dann ist sie aber trotzdem noch da. Nach 6 Minuten 40 ist der erste Vortrag beendet und Sie bekommen so jetzt einen ganzen Schwall an Ideen. Wir starten mit Ramona Riederer, Projektmanagement Standortentwicklung Allgäu. Titel des Vortrags: Alter Hof sucht neue Liebe. Und Start. Das zählt aber nicht dazu, ne? Ja, hallo und grüß Gott. Mein Name ist Ramona Riederer, bei der Allgäu GmbH, wie gesagt, tätig. Gebürtige Oberpfälzerin, deswegen nicht wundern. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mitnehmen in das Thema Althofstellen. Ja, soweit. Genau. Ich bin für das Thema Flächen und Räume zuständig, aber auch für das Thema regionale Produkte. Bin ausgebildete Regionalmanagerin, also keine Architektin, und ja, versuche mit dem, was ich jetzt euch heute vorstellen möchte, so ein bisschen die Brille auf dieses sehr breite Themenfeld Althofstellen zu lenken. Was ist die Realität? Das Allgäu wächst. Süddeutsche Regionen sind da ja generell in dieser Situation, und wir haben jetzt auch seit der Pandemie die Situation, dass wir noch mehr wachsen. Das heißt, der Wohnraumdruck, der eh schon sehr groß war, steigt im Allgäu weiterhin an. Die Realität 2 ist aber, dass das Allgäu natürlich eine historische Landwirtschaft hat, die auch Spuren hinterlässt. Und diese ganzen Fakten zähle ich euch jetzt nicht auf, aber der landwirtschaftliche Strukturwandel prägt die Region, und somit haben wir Realität 2, dass viele leerstehende Hofstellen unsere Region prägen. Deswegen gibt es das Projekt Alter Hof sucht neue Liebe, eine Informationsplattform für Eigentümerinnen und Eigentümer leerstehender Althofstellen. Hat sie ein bisschen verschoben. hofliebe.allgäu.de. Was ist unser Projekt Design? Das Ziel ist es, Eigentümerinnen und Eigentümer zu erreichen, zu sensibilisieren und sie auch für die Aktivierung ihres Leerstands zu motivieren. Die Zielgruppe sind daher keine Kauf-, Miet- oder Pachtinteressenten. Wir vermitteln auch nicht. Das ist eine ganz klare, wichtige Aussage. Wir bieten verschiedene Maßnahmen an. Ich bin für 4 Landkreise zuständig als Regionalmanagerin, deswegen bewegen wir uns sehr stark in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Informationsvermittlung mit diesen verschiedenen Projektbausteinen, die ich dann auch gleich noch mal näher vorstellen möchte. Zum einen bieten wir Checklisten an, und zwar nicht nur zum Thema Baukultur, sondern auch zu Themen wie Steuerrecht, das Thema Grundbuch, das Thema Baurecht hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Finanzierungsmodelle, das Thema rechtliche Aspekte, die noch weiter vorgehen. Und alles fußt auch so ein bisschen dann in Blogbeiträgen, die wir online stellen. Und diese ganzen Checklisten-Themen finden sich dann hier auch wiederum wieder. Wir haben hier verschiedene Formate, verschiedene tolle Hofprojekte in der Region, die wir einzeln auch vorstellen, innerorts, aber auch außerorts, sehr, sehr wichtig. Das sind jetzt hier 4 dieser Blogbeiträge.
aus dem Unterallgäu, Oberallgäu, Westallgäu und Ostallgäu, junge Menschen, junge Familien, aber auch ältere Personen, ältere Damen und Herren, die sich ganz bewusst für ihren Althof einsetzen, die geerbt haben oder gekauft haben. Eine sehr bekannte Maßnahme im Projekt ist die Masterclass Hoftransformation. Hier haben wir 14 Hofprojekte ausgewählt von Eigentümerinnen und Eigentümern, die über Monate hinweg von uns geschult wurden, verschiedene Formate kennengelernt haben, verschiedene Themen, die das Thema Althofstellen mitbringt. Und hier auch nochmal zur Verdeutlichung, so ein bisschen zum Thema Baukultur, haben wir hier auch die verschiedenen Illustrationen. Jedes dieser Höfe wurde von uns illustriert, so auch als kleines Geschenk für die Teilnahme. Und hier sieht man schon auch die unterschiedlichen Stile und Hoftypen des Allgäus, denn hier haben wir auch sehr viele verschiedene. Wir bespielen auch den Allgäu-Podcast. Das Allgäu ist ja immer sehr bekannt für seinen Tourismus, wo dieser Allgäu-Podcast auch ja, herkommt. Aber wir bespielen ihn jetzt auch immer mehr mit Lebensraumthemen. Und natürlich gehört da das Thema alte Hofsucht, neue Liebe sehr, sehr stark dazu. Hier das Rosso, ein sehr cooles Hofprojekt, das wir interviewt haben. Und im Juli hatten wir eine weitere Veranstaltungsreihe. Das waren die Summer Sessions Hoftransformation mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hier auch nochmal diese wichtigen Themen des Ökosystems einer Althofstelle, die wirklich auch alle miteinander sehr wichtig sind. Dann bieten wir auch verschiedene Exkursionen an, hier beispielsweise die Universität Augsburg mit dem Thema der Geografie, also die Standardentwicklung war hier eingeladen, die auch dieses Thema Althofstellen mit ihrer Vielfältigkeit kennengelernt haben, hier im Unterallgäu. Auch ein sehr tolles Projekt. Der Ausblick, wir haben jetzt noch ein Jahr oder eineinhalb Jahre Zeit für dieses Projekt. Wir werden weitere Themen umsetzen, weitere Formate versuchen zu schaffen, um Eigentümerinnen und Eigentümer zu erreichen. Aus der regionalen Brille gesehen sozusagen, hoffe ich euch jetzt so ein paar Dinge ja, mitgegeben zu haben. Freue mich dann auch über Gespräche, über Input, über Austausch miteinander. Weil auch das Thema Althofstelle ist, insbesondere fürs Allgäu, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich denke, das Thema Einfamilienhäuser, leerstehende Substanz im ländlichen Raum insbesondere, ist da natürlich genauso zu sehen wie das Thema Althofstellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich liebe Petra Kutscher. Dankeschön.